Großmesow im Altkarlauer Kreis. Es ist ein Dörfchen, wie jeder weiß. Umrahmt von Teichen, so herrlich und schön, das musst du wissen, das musst du sehen. Und unsere Kirche ragt weit übers Land. Wer sie einst geschaffen, sei heute noch Dank. Die Glocken verkünden von Freude und Leid. So war es schon immer und so ist noch heute. Die Luft hier im Dorfe ist klar noch und rein. Hier mag ich leben, hier möchte ich sein. Brauch kein Mallorca und auch kein Athen. Man kann auch hier Naturschönheiten sehen. So, liebe Gäste, Sie haben es ja sicher gemerkt, hier waren einige bekannte Lieder versteckt in der Polka-Party. Und ich habe gesehen, einige haben verhalten mitgesungen. Sie brauchen sich nicht schämen, singen Sie ruhig laut mit. Wir haben früher immer laut mitgesungen, wenn mal irgendwas war, ne? So, aber ansonsten habe ich noch eine kleine Story für Sie. Und wir sind ja nur alle schon ein bisschen im gesetzteren Alter oder die reifere Jugend, kann man sagen. Und da muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen zu einer diamantenen Hochzeit. Ein Reporter kommt von der Zeitung zu einem Ehepaar, das den 60. Hochzeitstag feiert, also die diamantene Hochzeit, und fragt den Ehemann, wie haben Sie das 60 Jahre so brav und treu ausgehalten mit Ihrer Gattin? Wie haben Sie es geschafft, die 60 Jahre gemeinsam zu überstehen? Ja, sagt der Ehemann, das fing bei der Hochzeitsreise schon an. Wir haben einen Flug nach Mexiko als Hochzeitsreise gehabt und gleich den ersten Tag hatten wir einen Ausritt auf dem Esel in die Steppe von Mexiko geplant. Und wie meine Frau aufsteigen will auf den Esel, bockt das Vieh und lässt sie nicht rauf. Da hat sie dem Esel einen kleinen Klaps auf den Hintern gegeben und hat ganz leise gesagt, eins. Nachdem wir 10 Minuten geritten waren, hat der Esel plötzlich ausgeschlagen und hat die Frau abgeworfen. Da hat sie dem Esel wieder einen Klaps auf den Hintern gegeben und hat ganz leise zwei gesagt. Wie sie wieder aufsteigen will, tritt der Esel aus und tritt sie vor Schienenbein. Da zog die Frau eine Pistole, hat den Esel erschossen und hat ganz leise drei gesagt. Da habe ich als Mann gesagt, aber das hätte man doch anders klären können. Du musst doch den Esel nicht unbedingt erschießen. Da hat sie mich ganz vorsichtig von der Seite angeguckt und hat leise eins gesagt. Und so habe ich das 60 Jahre dann ausgehalten. Ne? Ja, liebe Gäste, so ist das, wenn man 60 Jahre in Frieden mit der Frau auskommen will. Sie hören als nächstes den Panenki-Marsch, danach folgt die wunderbaren Jahre und der Titel Musik und gute Laune wird wieder gesungen von unseren beiden Solisten. Ich wünsche Ihnen wieder gute Unterhaltung und lassen Sie sich ruhig ein bisschen gehen, klatschen Sie oder schunkeln Sie ein bisschen mit. Viel Spaß! We'll be right back.
Hier erklingt noch einmal unsere Solisten vorstellen. Das war unsere Katrin, bitteschön. Unser Hans Hermann. Nicht zu vergessen, unser Löffelspezialist, der Albert. So, und jetzt möchte ich mich verabschieden. Mein Name ist Jörg Dietrich Schubert aus Blesser. Bin mit den Jungs eng verbunden. Und das war das Bergmannsorchester Blesser e.V. Alles Gute für Sie. Viel Freude noch mit dem Bergmannsmarsch. Dankeschön. Do you have